Hallo, servus zu meinem nächsten Video. Heute mal ganz eine ungewöhnliche Location, wie man sieht, hier in der Nähe von meinem Wohnort am Rieksee. Das Video wird ein bisschen nostalgischer und deswegen habe ich mir gedacht, wählen wir mal einen außergewöhnlichen Ort. Heute geht es darum, mich fragen ja immer wieder viele, wie ich meine Bodybuilding-Karriere gestartet habe, beziehungsweise welche Meisterschaften ich schon mitgemacht habe. Und darüber habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein Video. Würde das aber gern in zwei Teile aufteilen, beziehungsweise mache ich jetzt zwei Teile. Einen ersten Teil, weil, wie vielleicht einige von euch wissen, habe ich auch eine 7-jährige Wettkampfpause gemacht. Also das erste Video geht jetzt von null bis zu dem ersten Break, längeren Break. Und dann das zweite Video dann zu der, ich sag zum zweiten Teil meiner Bodybuilding-Karriere. Also das Ganze hat 1985 angefangen. Also vielleicht eine kurze Vorgeschichte, eine sportliche Vorgeschichte. Ich habe mit, ich glaube, 8 oder 10 Jahren, wie ich war, beim örtlichen Fußballverein Fußball gespielt und war da auch ziemlich erfolgreich, habe in Norwegen Turniere mitgespielt, in Spanien. Also wir waren eine ziemlich erfolgreiche Mannschaft, habe da, wie nennt man denn das, Libero gespielt. Glaube, die Position gibt es jetzt gar nicht mehr im Fußball, soweit ich informiert bin. Habe auch zwischendurch von der Schule aus, mein Sportlehrer damals hat gemeint, ich bin talentiert für Leichtathletik, habe auch Leichtathletik gemacht, gerade so kurz Distanzen wie 100 Meter Lauf und auch Kugelstoßen. Ich glaube, beim Kugelstoßen habe ich heute noch den Landkreisrekord in der 6¼-Kugel. Also zumindest war das vor 2-3 Jahren noch so. Aber jetzt wieder zurück zum Fußball. Habe dann 8 Jahre Fußball gespielt. Oder 7 Jahre war es. Mit 15 habe ich mich dann am Knie verletzt. Patella-Spitz-Syndrom. Also viele Bodybuilder haben das natürlich auch mit der Patellasehne Schwierigkeiten und daher bin ich dann ins Studio gekommen. Also das war damals, hat es ja so in die Mitte der 80er Jahre noch nicht so viele Studios gegeben. Ich habe tatsächlich Glück gehabt, dass in unserem 1000-Seelen-Gemeinde ein kleines Studio aus war vom Sportverein aus. Das war vielleicht, glaube ich, 60 Quadratmeter dort. Waren die ganz alten Weider-Brummer-Geräte, was da zum Training waren. Und da habe ich dann angefangen, Bodybuilding will ich es jetzt nicht nennen, es war dann mehr Reha-Sport, aber Reha-Sport gab es damals auch nicht. Also einfach an Geräten trainiert. Einfach zur Stärkung von der Muskulatur, dass ich halt wieder Fußball spielen kann. Also das war das primäre Ziel, also nicht irgendwie Minderwertigkeitskomplexe oder Rocky oder Arnold-Fan. Arnold-Fan natürlich später schon, aber zu diesem Zeitpunkt habe ich gar nicht gewusst, wer der Arnold Schwarzenegger ist. Dann habe ich angefangen, dann waren da auch schon die ersten Wettkampfathleten in dem Studio. Habe ich mir auch gedacht, was sind das für Spinner, die da rumpost haben, war alles ein bisschen affig für mich. Aber dennoch war ich da auch 4-5 Mal in der Woche zum Trainieren und das Training an sich hat mir einen riesen Spaß gemacht, bis ich dann mal, das war glaube ich 87, haben dann die ersten Leute von unserem Studio auch an Meisterschaften teilgenommen, oberbayerische Meisterschaften. Und dann habe ich so die ganze Diät mitverfolgt und bin dann auch zur Meisterschaft mitgefahren, weil es mir dann doch interessiert hat, weil ich die Diät ja ziemlich cool gefunden habe. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, dass ich auch mal starten möchte. Damals war er aber erst, ja, ich glaube, 15, 16. Dann hat ein Bekannter, beziehungsweise mein Trainingspartner, hat ein Jahr drauf, das war 88 mitgemacht, im Waging am See, da war die bayerische Jugend. Der war auch noch keine 18. Der hat dann gestartet und war dann, glaube ich, sogar Dritter oder Vierter auf der bayerischen Jugend. Und da habe ich dann, wie gesagt, 1:1 eine Vorbereitung miterlebt, habe auch mit dem trainiert. Und der hat heute im Penzberger Studio auch, der Werner. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, dass ich auch an der Meisterschaft teilnehmen möchte. Das war dann die Oberlandmeisterschaft. Genau, das war, damals hat man sich von der Oberlandmeisterschaft zur Oberbayerischen, von der Oberbayerischen zur Bayerischen und von der
Bayerischen zur Deutschen qualifizieren müssen. Also da hat man nicht gleich eine Bayerische mitmachen können, wie es jetzt ist. Da hat es natürlich auch nicht so viele Verbände gegeben. Und da hat man dann weiter sich immer weiter qualifizieren müssen. So, dann habe ich den Entschluss gefasst, mich da mal vorzubereiten, habe es aber damals hatte ich keinen Trainer, keinen Vorbereiter, gar nichts. Die einzige Bibel war die Sportrevue und von daher habe ich dann mich auf der Sportrevue informiert und habe mich da vorbereitet. Also ist drin gestanden, man muss hungern und viel trainieren, das habe ich dann gemacht. Heutzutage würde man sagen, die Lebensmittel getrackt. Ich habe damals die GU, Gräfe und Unze, Nährwerttabelle gehabt und habe da mein ganzes Essen ausgerechnet. Ich weiß aber nicht mehr, was ich da ausgerechnet habe. Ich glaube, es waren dann so um die 1200 Kalorien von Januar ab bis April. War eine ganz brutale Diät. Also ich glaube, meine härtesten Diäten, wo ich bis jetzt gemacht habe. Ich glaube, wenn das so weitergelaufen wäre, hätte ich nie wieder eine Meisterschaft mitgemacht. Natürlich keine Gewürze genommen, kein Salz, so war das damals, kein Öl. Fett war natürlich schlecht, da wird man fett. Und so habe ich die erste Meisterschaft durchgezogen, war damals auch in der Lehre. Hab dann, ja, das war dann, ja, ich bin dann, glaube ich, zweimal in der Arbeit umgekippt, weil die Diät so brutal war. Aber ich habe das durchgezogen, weil ich mir gedacht habe, je härter das Ganze ist, desto besser ist. Habe dann die erste Meisterschaft, das war dann die Oberlandmeisterschaft, wie ich es gerade schon gesagt habe. Bin dann gleich Zweiter geworden mit 73 Kilo, also ich habe vor über 90, ich glaube 95 oder 96 in der Offseason gehabt, mit 17 Jahren auf 73 runtergehungert, also war wirklich runtergehungert. War aber von der Härte her echt brutal, muss ich sagen. Und die zweite war dann eine Woche drauf am Waginger See. Und da bin ich dann Vierter geworden bei der Bayerischen Jugend. So, nachdem die erste Meisterschaft vorbei war, beziehungsweise die erste Saison, habe ich natürlich Blut geleckt und habe mir gedacht, mit den Scheißplatzierungen, obwohl sie eigentlich gut waren, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Und habe mich dann auch in einem Studio angemeldet, das war im Kochel an See, da habe ich auch damals die Lehre als Koch angefangen. Und habe mich dann auf das Jahr drauf vorbereitet. Also Junioren waren damals nicht, wie es heute ist, bis 23, sondern inklusive des 20. Lebensjahres. Also mit 21 waren wir schon bei den Junioren raus. Und ja, habe mich da dann vorbereitet, bin in der Offseason dann, ja, denke mal um die 100 Kilo waren es, so 2-3 Kilo hin oder her, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Eine Offseason gestartet und für mich war eigentlich klar, nachdem ich ein Jahr vorher 73 Kilo hatte, dass ich ein Jahr später so mit um die 80 in die 80 Kilo Klasse bei den Junioren geht. Da war es auch noch bis 70, bis 80 und über 80. Habe mich dann ein Jahr später darauf vorbereitet und muss dann ehrlich sagen, war dann auch eine brutale Diät. Da gab es nämlich nur Fisch und Reis. Und sonst nichts, also weder Gewürze noch Fett noch Obst. Also Obst war immer der Cheat Day, da hast du mal einen Apfel gehabt und kein Gemüse. Also das war wirklich auch eine Hardcore-Vorbereitung. Aber das war damals so und es war einer immer der härtesten Athleten, Georg Börle, der hat mit 65 Kilo teilweise Gesamtsiege geholt. Und nachdem habe ich mich da orientiert, habe das auch 1:1 gemacht, was der gesagt hat. Habe mich dann 90 auf die Oberland wieder vorbereitet. Und dann muss ich gestehen, dann war schon 2 Wochen vorher, war ich wirklich auch super in Form. Und habe dann noch 86 Kilo gehabt, also war noch 6 Kilo drüber. Und dann war die Frage, okay, entweder da die Junioren 3 starten oder dann runtergehen, aber in der Junioren 3 waren damals auch schon Leute mit über 100 Kilo und dann haben wir den Entschluss gefasst, dass ich runtergehe, also war hardcore dann, habe da auch richtig ordentlich entwässert zum Schluss, war dann auch so eine Geschichte, ich bin dann beim Aussteigen vom Auto ohnmächtig geworden und da ist genau meine Mutter gekommen und das war dann glaube ich die letzte Meisterschaft, wo es dann zugeschaut hat, weil sie hat gesagt, das muss ich sie nicht mehr antun. Habe dann auch prompt gleich von den 3 Juniorenklassen und damals waren die Junioren auch noch richtig gut besetzt, einen Gesamtsieg geholt auf der Oberland, 14 Tage später habe ich die Oberbayerische mitgemacht, da habe ich doch auch den Gesamtsieg geholt und dann zur Bayerischen
bin ich dann Zweiter geworden, dann wollte ich tatsächlich nicht auf die Deutsche. Wobei, da hat mich der Einzige, war so ein Ausnahmeathlet, der Matthias Herzog. Der hat mich da geschlagen und der war damals, glaube ich, auch Juniorenweltmeister und hat dann auch den deutschen Gesamtsiegertitel geholt. Und dann bin ich noch zur Deutschen, nach Frankfurt, war meine erste Deutsche, war ein Riesenerlebnis und da bin ich dann Vierter geworden. Okay, dann habe ich mir gedacht, nachdem mache ich ein Jahr Wettkampfpause und gehe dann erst wieder in meinem letzten Juniorenjahr. Beim letzten Juniorenjahr, da habe ich dann in der Offseason schon 110 Kilo gehabt und habe dann das erste Wettkampfgewicht bei den Junioren, glaube ich, war es ja 93, 94 Kilo gehabt. Habe dann drei Meisterschaften mitgemacht. Das war einmal der Frankencup, Schmidt von Kochel Cup und die International Süddeutsche. Und da habe ich dann überall einen Gesamtsieg geholt. Und nach der Internationalen Süddeutschen habe ich dann ehrlich gesagt keinen Bock mehr gehabt auf Diät und habe dann abgebrochen. Was ich heute noch bereue, muss ich sagen. Deswegen rate ich auch jedem meiner Athleten, so weit und auch wenn es noch so hart ist, so weit zu gehen, wie es möglich ist. Weil der, wo damals auf der Süddeutschen bei mir Dritter geworden ist in der Klasse, hat dann drei Wochen später oder vier Wochen später einen Gesamtsieg auf der Deutschen gemacht. Also hätte ich wahrscheinlich gute Chance auf die deutschen Meistertitel gehabt. Okay, jetzt war dann der Sprung zur Männerklasse. Den habe ich, da wollte ich mir auch zwei Jahre Zeit lassen, habe mich dann aber wieder an der Patellasehne verletzt, beziehungsweise das alte Verletzung vom Fußballspielen ist wieder zurückgekommen und da habe ich dann sage und schreibe, glaube ich, zweieinhalb Jahre, drei Jahre rumgeschissen, bis das wieder gegangen ist. Und ist einfach nicht verheilt. Wieder gut gewesen, dann habe ich wieder das Trainieren angefangen und dann ist immer wieder ausgebrochen. Dann habe ich 95 habe ich dann bei den Männern wieder mitgemacht, im Männerschwergewicht. Da bin ich dann auf der Oberbayerischen Zweiter geworden, Bayerischen Dritter und auf der Deutschen war ich dann unter ferner Liefen. Da weiß ich nur, dass der Johannes Eliferdiadis, der war dann später deutscher Meister und Weltmeister, neben mir gestanden im Line-Up. Also ferner Liefen. Ich glaube, da habe ich nicht mal Top 10 oder Top 15 geschafft. Da waren, glaube ich, 30 Leute bei mir in der Klasse und war eine totale Katastrophe. Aber da habe ich mich nicht unterkriegen lassen, habe dann gleich im Herbst wieder mitgemacht und habe mich damals dann gedacht, das kann ich nicht alleine machen. Also ich muss sagen, ich habe 90 habe ich einen Vorbereiter gehabt, bei der Junioren 3 habe ich auch einen Vorbereiter gehabt, immer den gleichen. Dann bei dem ersten Männerstart, da habe ich zwischenzeitlich in Penzberg ein Studio eröffnet und habe mich dann tatsächlich 95 alleine vorbereitet. Die Form war zwar gut, aber ich habe da am Schluss ein bisschen so den Blick verloren und viel rum experimentiert. Also ich muss sagen, dafür ist die Oberbayerische und Bayerische nur super gelaufen und habe dann, jetzt muss ich kurz überlegen, genau nach der Deutschen war das dann, habe ich Kontakt aufgenommen zum Buzek Sportcenter, beziehungsweise habe ich auf der Deutschen ein paar vom Buzek Sportcenter kennengelernt. Das war damals auch eine Hochburg im Bodybuilding und bin dann da immer einmal in der Woche ins Training gefahren. Und dann habe ich im Herbst gleich der Andreas Münzer vorbereitet und bin dann auf Anhieb der Bayerische Meister geworden im Herbst. Und dann auf der Deutschen, ich weiß nicht mehr, Siebter oder Achter, also war es wieder knapp am Finalplatz vorbei. Und aber damals war es wirklich stark besetzt und ich habe gewusst, da kann ich schon mal mithalten und brauche einfach da nur ein bisschen Zeit, dass ich in die Klasse reinwachse. Was dann, und das war eigentlich dann das letzte Jahr, wo ich mitgemacht habe. Ich war dann bei einer Untersuchung beim Doktor in München. Da sind so alle Leute vom Buzek Sportcenter hingegangen. Da kann ich mich noch genau daran erinnern. Und da hat der
Doktor, also praktisch Abschlussuntersuchung, Vorbereitung vorher und so, war alles fit, alles gut. Dann wollte ich gerade zur Tür rausgehen und dann hat mich der Doktor zurückgerufen, ob ich einen Andi Münzer kenne. Dann habe ich gesagt, ja, logisch, vom Center, der hat mich auch vorbereitet und so. Ja, der ist gerade im Krankenhaus im Rotkreuzplatz verstorben. Ach, da muss ich sagen, das war dann total wirklich unreal. Dann beim Heimfahren habe ich zwei, drei Leute vom Busseck angerufen, die mit dem Andi sehr dick befreundet waren und die haben mir das alle zwei bestätigt. Ja, und dann muss ich sagen, das war so ein richtiger Schlag in die Fresse. Und daraufhin habe ich dann meine Wettkampfkarriere Bodybuilding an den Nagel gehängt, weil man dachte, wenn das der Preis ist, dass man ein guter Bodybuilder wird und der Andi war damals schon Mr. Olympia-Teilnehmer, dann ist das nicht mein Sport. Und daraufhin war das dann 96, habe ich dann, wie gesagt, das letzte Mal mitgemacht und auch den Wettkampfsport beendet. So, das war der erste Teil vom Video. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn ich irgendwas noch ausführlicher berichten soll, wie die Diät damals war oder Training oder so, dann ja, jetzt stört der Hubschrauber. Warten wir am besten mal, bis der vorbei ist. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen da, teilt das Video, abonniert meinen Kanal. Und der zweite Teil, sage ich euch dann den Wiedereinstieg. War dann, wann war der dann? 2002 wieder. Also waren 7 Jahre dazwischen. Also Servus, bis zum nächsten Video. Ciao.